Schön, dass er wieder mit dabei seid bei Minecraft, Leute. Weiter geht's, wo wir letztens aufgehört haben. Ich habe jetzt den Quatsch gebaut. War unten ja die Lava holen, habe ich ja gesagt. Ist ja nicht schwer. Sollen wir mal testen, wie schnell er wirklich ist. Ob sich das auszahlt oder nicht. So, der muss weg. Und dann kommt der Quatscher hier hin. Und wir sehen, dass er nicht geht, weil wir, ich glaube, den Input noch setzen müssen. Zeit Configuration. Wir müssen mal gucken. Wir brauchen rot als Input. Das heißt, hier, machen wir rot, Input. Belandet. Auto-checked on. Die Frage, wie hat er denn das hingestellt? Ja, ansonsten einfach so und so. Geht auch nicht. Input rot, Input rot. So geht's aber. Ja, das ist jetzt aber. Das ist die andere, da brauchen wir normal nicht. Sagst du mir, dass das nicht funktioniert oder mit den Kabeln? Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Jetzt muss ich hier rein theoretisch eine Kiste hinklatschen. Da mal so versuchen. So wird es wahrscheinlich gehen. Insert und Always Extract. Genau, so geht's. Wie schaut's hier aus? Das läuft, okay. Der ist auch um einiges schneller. Jetzt mal gucken, hier geht nichts raus. Wir sagen müssen, blau geht links. So. Da geht's auch raus, genau. Der macht halt komische Geräusche, aber okay. Ist auch nicht so schlimm. Soundmuffler haben wir irgendwo gehabt, oder? Bin ich schon verbaut? Glaube nicht, oder? Ne, da ist er. Mal gucken, ob der Soundmuffler funktioniert dort. Nein, funktioniert er nicht. Das ist immer so typisch, dass der nicht funktioniert. Weil wie weit man da weg sein müsste, damit es leiser wird. Ist natürlich auch doof. Aber wartet mal. Ich glaube, ich weiß noch was. So will ich noch in Erinnerung habe, muss man die Maschine mit irgendwie mit Wolle umgeben, aber das ist halt schwer, wenn man hier verschiedene Dings hat. Bringt halt natürlich nichts, gell? Mit dem Wolle umgeben. Weil man es halt nicht kann. Ich glaube, das habe ich mal gelesen, dass man eine Wolle rundherum tun soll. Dann soll das auch ruhiger werden. Könnt jetzt mal gucken, ob es seine Optionen und da Sound eindeutig Block runtersetzen. Genau. Dann setze ich den Block einfach ein bisschen runter. Auch wenn ich es nicht will, aber damit einfach ein bisschen ruhiger ist. Dann hört man es ein bisschen im Hintergrund, aber nicht extrem. Da muss ich dann noch mal gucken, wie ich das besser machen kann. So, hier können wir natürlich auch irgendwie wieder Speed Upgrades rein tun. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir Speed Upgrades bauen. Können wir das beschleunigen? Und zwar Speed Upgrade. Das müssten, ja, welche sein? Natürlich wieder interessant, das rauszufinden. Nehmen wir wieder hier, glaube ich. Nee. RF-Tools haben wir hier. Da. Mechanismen. Enriched Alloy Osmium Dust. Osmium Dust haben wir natürlich nicht. Weiß nicht, ob wir hier noch Osmium Dust haben. Nein, haben wir alle verbraten. Natürlich haben wir alles verbraten. Das heißt, hier wieder ein bisschen da rein. Dann haben wir gesagt, wir brauchen dieses Enriched Alloy. Das sollten wir ja noch haben, genau. Ein bisschen Glas war, glaube ich, noch, oder? Wo warst du jetzt, mein Freundchen? Da. Genau, Glas. Glas schaut natürlich jetzt nicht so wunderbar aus bei uns. Glas kriegen wir aber aus
Scrabble. Im Maserator. Ne, Crusher im Maserator kriegen wir, glaube ich. Links raus, oder? Sand. Beziehungsweise hier. Ich glaube, ich müsste mal Sand rauskriegen. Da ist Sand, können wir natürlich dann wieder. Genau, so war das. So, dann können wir das da wieder oben reinhauen. Und hier können wir ein Speed-Upgrade bauen. Es fehlt Glas. Achso, wir haben nur eins. Okay, ja, Entschuldigung. Alles weiß ich auch nicht. Speed-Upgrade. Zack. Eins. Gut. Eins ist besser als keins. Und noch eins. Da haben wir zwei Speed-Upgrades. Ich glaube, das reicht vorerst mal. Das ist dann hier. Zack, zweimal rein. Und dann sollte das schon schneller gehen. Ja, um einiges. Natürlich ist es noch immer langsam. Aber es läuft. So, Sand staut sich hier. Hier stauen sich dann unsere anderen Rohstoffe wie Emerald und sowas. Hier staut sich natürlich auch jetzt noch ein bisschen was. Da muss ich dann auch gleich weitermachen. In dieser Produktion. Die machen wir einfach so quer um unser Gebäude mal rum. Bis dieses mal steht und läuft. Weil dann kann man nebenbei andere Sachen machen und das läuft aber nebenbei. Das ist eben das Wichtige. Wenn wir jetzt gucken, wir können jetzt aus dem Gold, können wir jetzt entweder direkt machen oder wir tun das nochmal mit dem Hammer. Da kriegen wir 4 raus. Oder wir tun das mit der Säge, da kriegen wir 5 raus. In Quascha kriegen wir auch 5 plus 2. Oder mit dem Hammer kriegen wir 4 raus. Also Sägenmittel oder Crusher. Das ist jetzt natürlich wieder eine Frage. Sägenmittel hätten wir halt hier. Die ist halt, ja, die schnellste ist auch. Und, aber wir können dann increasen. Das heißt, wir bauen eine Sägenmittel. Sägenmittel. Da fehlt uns noch so ein Gestänge, das ist das, rettet doch noch ein bisschen. Was brauchen wir dafür noch eigentlich? Genau, diese Iron Bars. Sollten wir auch noch irgendwo rumliegen haben, glaube ich. Genau, so. Also ein Kapazitor brauchen wir noch Gold Nuggets. Redstone haben wir, ich glaube, mehr brauchen wir da gar nicht. Ja, doch, ein Kupfer. Ein Kupfer brauchen wir. Wer hat das Kupfer gefressen? Das, das und ein bisschen sollte auch keine Kunst sein, doch Cobblestone und Holz. Dreimal und viermal. Und zack. Haben wir eine Segmill, die können wir hier draußen an den platzieren. Jetzt haben wir natürlich ein Blödsinn gebaut hier. Ja, okay, ich kann den dann hier hinsetzen. Dann kann man das hier so erweitern ein bisschen. Jetzt habe ich natürlich nicht genügend Sachen. Wenn der hier hinkommt, dann kommt hier eine Kiste. Das ganze Gedöns reinkommt. Dann kann man mal hier alles rausholen. Hier reinwerfen. So und so. Können wir den abreißen hier. Und dann platzieren wir den wieder neu hier. Öffnen wir alles rein. Das, das, das. Das, das und das. Und hier werfen wir das noch rein. Das dazu passt. Eigentlich habe ich zwei von denen gebaut, bis der zweite. Weiß keiner. Ah, da. Nee, das ist dann. Doch, da ist er schon. Denk du mal kompressen. Genau, Sand könnte man ich auch kompressen, aber wo macht er das nicht? Okay, das akzeptiert er nicht, aber ich glaube, Sand kommt auch nicht so oft raus. Hier jetzt ja gar nicht mehr. Der hat noch fröhlich zu tun. Wir haben schon ein paar Diamanten gesammelt, ein bisschen Lapis, Kohle, Flint. So, dann kommt hier mal eine Sägemühle hin. Ich weiß jetzt gar nicht. Hallo? Also doch. Bull, genau, geht sogar. Und dann, ich ein bisschen erweitern.
Auch wenn es jetzt vielleicht so ein bisschen im Freien gebaut wird. Aber wie gesagt, erstmal bauen, damit es funktioniert. Umbauen kann man auch immer ein Gebäude runter umbauen oder das Ganze überhaupt irgendwo anders hinbauen. Das ist dann nicht mehr das Problem. Problem ist nur mal, es so zu laufen kriegen. So, jetzt kann der arbeiten wieder. Perfekt. So. Der hat zu tun und der hat es auch zu tun. Da kriegen wir Crushed Aluminium raus. Das müssen wir wieder weiter zusammenbauen. Was aber bedeutet, erst eine Kiste. Echt out of Kisten. Also in etwa würde ich das dann auch bei Dings bauen. Again Skies. Zweimal. Weiß halt ein schöner Aufbau ist. Lange, aber ja, vollautomatisch. Das ist ja das, was mir gefällt dabei. So, du raus. Und hier irgendwo ja Flint gehabt. Da. Flint packt mal da oben mit rein. Dann kann der hier ein bisschen increasen. So. Geladen wird alles. Ich hoffe, dass wir auch genügend Strom produzieren. Ich bin mir da gar nicht sicher, aber bis jetzt schaut es gut aus. Die Frage ist, können wir das hier irgendwie beschleunigen? Der hier arbeitet völlig vor sich hin. Der hier kriegt zu wenig. Das heißt, wir können ja hier mal ein bisschen Vorlauf machen. Und zwar, der hier braucht das, gell? Hat der was zu tun mal? Und beziehungsweise der kriegt ja auch was zu tun. So, der hat auch zu tun. Das heißt, wir kriegen ja hier das raus. Und das müsste jetzt rein rechnerisch wieder in so einen Autokompressor. Und dann schmelzen. Weil ich glaube, denn das können wir nicht weitermachen. Nee. Kompressor. So, das war viermal Crafting Table. Ein Eisenblock. Was ist das? Iron Blank, okay. Eisenblock. Viermal. So. Du weg, du weg, du weg. Transfernholz brauche ich nicht mehr. Soundmuffler funktioniert eh nicht. Das nicht, das nicht, das nicht. Osmium brauche ich nicht mehr. Osmium und das brauche ich nicht mehr. Gravel lassen wir noch ein bisschen über. Das nicht mehr. Enriched Alloy brauche ich nicht mehr. So, Crafting Table, das heißt, und das hier. Viermal. Und was war noch? Weiß ich gar nicht mehr. Nichts mehr. Haben alles. So. Das heißt, der kommt dann nochmal hier hin. Hier kommen nochmal Pipes oben hin. Zack, zack. Dann wieder Insert und Extract Always. Dann hat der hier Aufgabe, das zu machen, wenn er Strom hat. Ich hoffe, dass er es macht. Ja, er macht. Sanderz. Und mit dem Sanderz können wir rein theoretisch. Ja, wir können es weiterverarbeiten. Ich denke, aus 1, 4. Aus 4 kriegen wir wieder 1. Mal 1 raus. So. 4, 1, 1. Wenn wir das dann da reinpacken, kriegen wir 5, 2. Also, es zahlt sich schon im Gehör. So, warten. Wir müssten das wieder zurück in die Segment. Wenn wir Segment hier rein, mal hier rein. Und wenn wir dann das draus kriegen, jetzt mal gucken. Vielleicht können wir das dann Endlosschleife machen. Mal das und mit das könnten wir ja. Schwierig, also man, der hat ja hier zu tun, aber es wäre möglich, die Items hier reinwerfen. Hier reinwerfen. Und dann fertig craften lassen. Nochmal. Ich möchte das jetzt wirklich komplett automatisiert. Das ist das Problem. Da müsst ihr eigentlich rein theoretisch schon hier da was nicht reinwerfen, weil sonst geht's nicht. Aber das gehört rein rechnerisch nochmal hier rein. Frage ist, kommt der nach oder kommt er nicht nach? Können wir natürlich einen Kapazitor reinbacken, dann wieder nachkommen, aber es ist auch wahrscheinlich hier zu viel, weil der so viel hat hier. Der so viel rausspuckt, so. Der arbeitet völlig vor sich hin.
Aber jetzt vor was hin, schmeißt aber hier nichts rein, weil. Jetzt habe ich die abgerissen? Nee, war ja nicht. Was habe ich jetzt gemacht? Nein. Das heißt hier Insert und hier Extract Always. Damit der das hier rauszieht mal, weil dann kann der auch mehr arbeiten. Das habe ich gebaut. Na egal. So, also jetzt läuft es mal ein bisschen besser. So. Dann hat der natürlich hier ein bisschen mehr zu tun, aber hier entsteht halt Stau. Ist echt schwierig. Hier noch ein Sägemüll dazu. Oder die Sägemühle dazu verwenden. Nur hier hat er jetzt genug zu tun. Ich werde das jetzt mal ein bisschen laufen lassen. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Ich bin echt unschlüssig. Ganz ehrlich, Leute. Es ist ein langer Aufbau. Muss man auch dazu sagen. Und eigentlich scheitert es am ersten Teil hier. Der Teil ist. Also der ist eigentlich zu langsam. Wenn man es genau nimmt. Alles funktioniert bis auf den. Ist eigentlich ein Witchmer Chamber. Nee, das ist ein Crusher. Crusher. Kann man den irgendwie. Basic Crusher Factory. Das wär's. Das werden wir bauen dann. Das ist eh keine Kunst. Gut, das werden wir dann gleich in der nächsten Folge machen. Also bleibt dran, lasst Like da, ein Abo da und schaut wieder rein, Leute, wenn das heißt, wir spielen Minecraft. Also bis dahin, tschüss und habt einen guten Tag.